So, als nächstes wollen wir ein bisschen Highscores da einbringen in den Level. Das heißt, nur zum Testen nehme ich da mal den Level Complete Blueprint. Und das heißt, was wir wollen ist, wenn ich den Level fertig habe, dann sagt er mir, das bekannte Level completed da. Und dann soll er den Highscore anzeigen und Top Speed anzeigen. Das heißt, da stehen die Spieler mit den höchsten Punkten und da die Spieler mit der schnellsten Zeit. Ganz einfach deswegen, weil halt bei manchen Levels Zeit eigentlich eine komplett eigene Sache sein kann, unabhängig vom Highscore. Das will ich auch pro Level machen, weil die Level ziemlich unabhängig sind. Das heißt, da die Zeiten von verschiedenen Levels zusammenzuzählen oder die Punkte, ist zumindest für dieses Projekt das nicht sinnvoll. Also mache ich das jetzt einmal pro Level. Gut, das ist jetzt ein bisschen komplett komplizierter. Deswegen schauen wir uns das jetzt einmal in ein paar Schritten an. Das erste, oder der erste Schritt, den ich eh schon mal gemacht habe, ist eine Game Instance. Das heißt, eine Game Instance ist ja nichts anderes wie ein Blueprint. Das heißt, wir sagen einen Rechtsklick, Blueprint, Blueprint Class und suchen wir einfach nur Game Instance und dann legen wir einfach eine neue Game Instance an. Brauche ich nicht, weil wir haben ja schon eine. So, das heißt, jetzt gibt es irgendwo Blueprint Game Instance, die suchen wir uns jetzt einfach einmal. Wo ist Blueprint Special? Die habe ich ausgearbeitet. Da haben wir die Game Instance Crazy. So. Das heißt, das Ding, die Game Instance selber, ist praktisch eine Klasse oder ein Objekt, das während des gesamten Spiels aktiv ist. Das heißt, das bleibt immer. Und das haben wir ja schon mal genommen, damit wir den Namen lohnen bzw. ansprechen können. Also der Name ist ja da drinnen schon sozusagen aktiv. Auf den werden wir dann nochmal zurückkommen, auf die Game Instance. Das nächste, was ich da auch brauche, wenn ich solche Sachen ansprechen will, ist natürlich Save Game. Das heißt, ich habe da ein neues Save Game angelegt, also wieder Rechtsklick, Blueprint, Save Game, habe ein Save Game angelegt und das, was ich angelegt habe, heißt Blueprint Save Game Level. So, und dieser Blueprint Save Game Level, der tut ja jetzt da eigentlich nichts anderes, wie Variablen beinhalten, die ich aussprechen will. Also da liegen die Variablen drin, die ich sprechen will. In unserem Fall waren das halt Variablen für Highscore-Punkte, Highscore-Namen, schnellste Zeit, Namen von dem Typen oder der Typin mit der schnellsten Zeit, also solche Sachen. Das heißt, ich kriege da einen Haufen Variablen zusammen. Damit ihr das jetzt ein bisschen vereinfacht und weil man das außerdem einmal anschauen wollt, führen wir eine eigene Struktur ein. Die nenne ich einfach Records für die ganzen Rekorde, die man da gemacht hat. Und die Record ist eben ein spezieller Variablentyp, der heißt Struct Records. Und den Variablentyp, den können wir selber generieren. Das heißt, wenn wir das wollen, gehen wir einfach hermachen, wieder Rechtsklick. Unter Blueprints gibt es da unten Structure. Und dann hat man eine neue Structure geklebt, der gibt mir irgendeinen Namen. So, die löschen wir jetzt, weil die haben wir nämlich schon. Da, ich hab's genannt, Struct Records. Und wenn wir da dann reingehen, schaut der Blueprint ein bisschen anders aus, weil das ist eine reine Struktur, da gibt es also nur Variablen. Da kann man einfach eine neue Variable anlegen und dann nennt man die Highscore und sagt, das ist ein Integer. Und da rechts in dem kleinen Icon-Feld kann man angeben, ist das eine normale Variable oder ist das ein Array? SetMap können wir uns derzeit sparen. Und wir wollen ein Array. Warum wollen wir ein Array? Naja, weil es gibt ja nicht nur einen Highscore. Also genau genommen gibt es natürlich nur den einen Spitzen-Highscore. Aber bei uns ist das ja Listen von den besten Punkten. Und das ist ja Listen von den Highscore-Names. So, was haben wir jetzt angelegt in der Struktur? Einmal den Highscore, das ist ein Integer. Dann den Highscore-Name, das ist der Name von demjenigen, der die Punkte zu erreicht hat, das ist ein String. Dann die Highspeed, das ist ein Float, das ist praktisch einfach die Zeit,
wie schnell der Level beendet worden ist, und den Highspeed Name, wer war das. Also die vier Variablen, die alle natürlich ein Array sind, also Tabellen von mehreren Werten, werden alle zusammengefasst in den Struct Records. Und das heißt, das Safe Game, ich habe jetzt Safe Game Level genannt, weil es eben pro Level abgespeichert wird, hat dann wirklich nur mehr eine Variable, die heißt Records. Und das ist eben dann vom Typ, wenn man da Struct Records, bam, sonst nichts. Das heißt, das vereinfacht die Sache da doch, ja, insofern, weil das Safe Game halt relativ einfach ausschaut und weil man das dann auch noch relativ leicht erweitern kann. Das heißt, ich kann da einfach im Struct noch Funktionen, nicht Funktionen, Variablen dazu nehmen und muss dann eben im Safe Game und in die anderen Teile das nicht mehr ändern. Gut, damit haben wir jetzt den Teil einmal erledigt. Und der Hauptteil, der liegt jetzt natürlich da drinnen in der einen Funktion für den Level Complete Blueprint. Das heißt, da drin muss ich dann sozusagen, wann der Level beendet wird, zuerst einmal die alten Highscores lohnen, dann eventuell die eigenen Punkte und eigenen Seiten dazu nehmen und dann wieder alles ausspeichern. Und anzeigen, da haben wir das dann ja im UMG Level dann. Das war ja das Ding. Also schauen wir sich das einmal kurz an. Da haben wir einfach zwei ganz normale Texte, fertig. Und dann gibt es da jeweils einen Textblock. Also ist nichts anderes wie einfach ein Text, wenn man sagen ist. Bei dem es aber jetzt sehr wichtig ist, dass der Textblock eine Variable ist, also ist Variable anhackeln. Und dann wollen wir das ja verknüpfen, in dem Fall mit der Highscore-Liste. Das heißt, wir brauchen da wieder irgendwie einen Zugriff auf unsere Highscore-Liste. Damit wir den Zugriff auf die Highscore-Listen, die Namen, Highscore-Speed oder High-Speed und die Namen kriegen, müssen wir da wieder in Graphen gehen. Und in dem Graphen generieren wir wieder einen Zugriff, generieren wir wieder einen Zugriff auf unser Game Instance. Warum? So, und da will ich dann zugreifen auf die einzelnen Werte. Das heißt, was ich da mache, ist, auf alle Fälle wieder aufpassen, dass das eine Variable ist. Und beim Content habe ich dann ein Binding. Und da habe ich jetzt einfach vier verschiedene Variablen. Das heißt einfach Highscore List String, Highscore Name List String, Highspeed List String, Highspeed Name List String. Also das sind die vier Tabellen, die ich anzeigen will. Ja. Das heißt, die vier Tabellen müssen wir natürlich anlegen. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, die nenne ich einfach nach dem, was sie tun sollen. Also Highscore List, das ist halt eine Listen von Highscores. Eigentlich Blätter, das ist Listen, nein, das sollte man nicht tun. Weil es ja eigentlich keine Listen ist, sondern ein Array, so wurscht. Highscore List String, weil wir brauchen ja da einen String, den wir anzeigen. Dann gibt es einen Highscore Name List String, ein Highspeed List String und ein Highspeed Name List String. Also da sind jetzt die ganzen Variablen einmal angelegt. Und das sind alle String. Warum sind die String? Weil wir ja da vorne in der Liste nur Strings anzeigen können. Da können wir keine Integer oder was auch immer anzeigen. Deswegen braucht man Strings. Deswegen habe ich die ja direkt in dem Widget angelegt, weil wir es ja nur da als String brauchen. Und der String wird dann da unten generiert. Ja. Also in dem ganzen Teil da kümmere ich mich darum, dass ich die kriege. Und zwar holen wir uns die dann aus der Game Instance. Aber wie das alles zusammenspielt, das schauen wir sich nachher noch an. Aber jetzt auf alle Fälle einmal, da drinnen generiere ich die Variablen für die Anzeige. So. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, was passiert, wenn wir fertig sind mit so einem Level. Das heißt, was passiert, wann irgendwie eine fährt in den Blueprint Level Complete, also in das Ding da oben. So.
Und da wird jetzt die Geschichte ein bisschen komplizierter. Das erste, was wir machen, wenn das Spiel fertig ist, wir laden einmal die Highscore-Listen für den Level. Das heißt, ich habe für jeden Level eine eigene Highscore-Liste. Deswegen brauche ich ja für jeden Level einen anderen Namen für den Slot in dem Safe Game. Deswegen ist das erste, was ich mache, das heißt, wenn es zu einem Overlap kommt, das heißt, wenn wir einfallen in das Level dann ist das erste, was ich mache, die brauche ich da jetzt nicht mehr, dass ich hergehe und sage, ich generiere jetzt einfach einmal den Slot Name. Das heißt, wir machen Get Current Level Name, damit kriegen wir den Namen vom Level. Und den Namen machen wir Append. Das heißt, wir fügen den Namen an den Text Crazy Slot. Also beim Level 01 kommt da dann halt raus Crazy Slot Level 01. Und den Wert speichern wir einfach einmal an, in einer Variable. Das ist einfach nur ein String. Der heißt Safe Game Slot Name Level. Das ist einfach nur mal so ein Zwischenspeicher, den ich dann weiter benutzen kann. So. Jetzt der Loaner, den Level. Das Loaner ist sehr ähnlich, wie wir das eh schon gehabt haben beim Namen. Das heißt, zuerst einmal, dass Safe Game exist. Also gibt es schon irgendein Safe Game. Da sieht man auch gut, als Slot nehme ich immer da den Slot nehmen, den wir da generiert haben. Also da kann man Get machen. Und dann ziehe ich den immer dorthin, wo ich ihn halt gerade brauche. So. Also wir überprüfen jetzt einmal, existiert schon ein Safe Game. Wenn keins existiert, dann generieren wir ein Safe Game. Was für ein Safe Game generieren wir? Naja, genau das für ein Level. Blueprint Safe Game Level. Das ist der Blueprint, wo wir die Variable Records eingeklickt haben. Also den generieren wir. Dann speichern wir das Safe Game Objekt. Das Safe Game Objekt selber ist Variable. Und zwar der Blueprint Safe Game Level. Das ist wiederum nur ein Zwischenspeicher für mein Safe Game. Das heißt, die Safe Game Variable will ich irgendwo zwischenspeichern, eben in dem Bereich da, damit ich später darauf zugreifen kann, auf genau das Safe Game. Also, dann generieren wir ein Safe Game, speichern das Safe Game Objekt an. Und wenn wir es generiert haben, speichern wir es auch gleich wieder an, damit wir jetzt einmal ein gespeichertes Safe Game haben. Also im Prinzip ist das dann natürlich ein leeres, aber wir haben einmal eins auf der Festplatte drin. Also Safe Game to Slot. Welchen Slot nehmen? Den holen wir uns wieder von dem, was wir da oben generiert haben. Die andere Variante, ja, es gibt schon ein Game. Naja, wenn es schon ein Game gibt, dann Load Game from Slot. Slot Name haben wir oben ja schon generiert. Dann machen wir ein Cast to Safe Game Level. Das heißt, man kann da einfach hergehen, zieht das raus und sagt Cast to Safe Game Level. Warum? Weil wir wollen ja jetzt ein Objekt haben, wo wir direkt auf die gespeicherten Informationen zugreifen können. Und das ist eben ein Blueprint Safe Game Level, in dem wir reincasten. Und von dem Safe Game Level Blueprint ziehen wir wieder weg ein Set Safe Game Object. Warum? Ja, wir wollen den Safe Game Level wieder zwischenspeichern, also das Objekt dafür wieder zwischenspeichern. Ganz einfach deswegen, damit wir später eben auf das Safe Game, später, das heißt da weiter unten, zugreifen können. Und dann kommt ja irgendwas für uns relativ Sinnvolles zurück. Das heißt, wir wollen ja aus dem Safe Game Objekt unsere Rekorde haben. Das können wir da weggeben. So, das war jetzt einmal ein Load. Und dann, jetzt wird es dann eigentlich recht kompliziert. Und zwar habe ich da dann zwei Blöcke. Einmal für die ganze Highscore-Listen und einmal für die ganze Top-Speed-Listen. Ich gehe das jetzt einfach einmal relativ schnell für die Highscore-Listen durch, weil es im Prinzip jetzt da nicht so kompliziert ist,
aber halt schon ziemlich viel mehr Dummklickerei wird. Das heißt, bei der Highscore-Listen schauen wir uns zuerst überhaupt einmal an, gibt es überhaupt schon Einträge in der Highscore-Listen? Weil ganz am Anfang ist die Highscore-Listen ja leer. Was heißt das? Das heißt, als nächstes, wenn wir es gelohnt haben, gehen wir einfach her und holen uns unser GetGameInstance und casten die in unser eigene, nämlich GameInstanceCry. Damit haben wir jetzt Zugriff auf unser GameInstanceCry-Objekt. Und dann wollen wir entscheiden, gibt es jetzt schon Einträge oder nicht. Das heißt, wir holen uns zuerst mal unser SaveGame-Objekt, das wir oben in der Zwischen gespeichert haben. So, wo haben wir denn das? SaveGame-Objekt. Geht, so, das holen wir uns. Von dem SaveGame-Objekt wollen wir ja die Rekorde haben. Get Records. Ja, also diesen Struct, wo die ganzen Werte zwischengespeichert sind. Und die Werte wollen wir jetzt aufsplitten. Das heißt, wir gehen da wieder raus. Und wir wollen den breaken. Break Struct Records. Das heißt, die Rekorde werden dann aufgeteilt in die einzelnen Variablen. Und dann fangen wir mal mit der Highscore-Listen an, haben wir gesagt. Von der Highscore-Listen wollen wir die Array Length haben. Auf gut Deutsch, wie viel sind da eigentlich drinnen in der Highscore-Listen? Und dann schauen wir, ob das kleiner gleich 0 ist. Und ziehen das dann in einen Branch. Ja, das heißt, wir schauen, gibt es da irgendwelche Einträge in der Highscore-Liste? So, das ist der erste Teil da. True, das heißt, es ist kleiner gleich 0. Sprich, es gibt noch keine Einträge. Wenn es noch keine Einträge gibt, dann sollte man einmal einen allerersten Eintrag machen. Das heißt, wir brauchen jetzt für den Highscore unsere aktuellen Punkte und den Spielernamen. Das heißt, wir können uns jetzt von der Game Instance Crazy, da, von dem Objekt, ich sag das einmal, von dem Objekt machen wir Get Level Points aktuell, die holen wir uns, und die wollen wir dazu addieren zu der Highscore-Listen. Das heißt, wir nehmen einfach die Highscore-Listen da, machen wir Add, Array Add. Das heißt, zur Highscore-Liste wird was dazugefügt. Was wird dazugefügt? Das da. Nämlich die Punkte. Und genau das gleiche machen wir im Playernamen. Das heißt, wir fügen Punkte und Playernamen vom aktuellen Spiel dazu. Und Save Level Game ist eine Funktion, die ich da generiert habe. Die tut eigentlich nichts anderes, wie zu sagen, ich speichere das Game wieder einmal an. Das heißt, Save Game to Slot in mein Save Game Objekt, in mein Slot Name. Das sieht man auch wieder, das ist ganz gut, dass wir jetzt das Save Game Objekt haben. Und zusätzlich, was ich nach dem Ausspeichern auch gleich immer mache, dass ich die Rekordwerte in die Game Instance schreibe. Ja, also in die Game Instance, die ist da. Und da haben wir die Records, da wird das immer reingeschrieben. Weil die Game Instance ist sozusagen der zentrale Platz, wo unsere Rekorde verwaltet werden und auch zugreifbar sind. Also gehen wir einfach her und sagen, get Game Instance, custom Game Instance crazy, set Records. Auf welchen Wert setzen wir es? Wir holen uns das Safe Game Objekt, Records, speichern es da rein. Und dann tun wir so eine kleine Textausgabe. Also das war jetzt der Teil, wenn es eben nur keine Einträge gibt. Da fragen wir an, ist die Listen der Highscores kleiner gleich 0? Wenn nicht, das heißt, es gibt schon Einträge, dann kommt da ein bisschen ein wildes Konstrukt. Das heißt, was wir da dann tun müssen, ist, wir müssen unseren eigenen Eintrag einfügen. Und zwar genau dort, wo er eben reingehört. Das heißt, ich brauche jetzt zuerst wieder die Game Instance, weil da habe ich ja meine ganzen Werte, also get game instance, custom game instance only. Und dann setze ich da eine Variable, die ich genannt habe, ist dann insert highscore,
Das wird einfach nur sagen, haben wir unseren Highscore schon eingefügt oder noch nicht. Das ist ein Boolean, also nur Ja, Nein. Und am Anfang ist die auf falsch gesetzt. Also Highscore ist noch nicht eingefügt. Weil am Anfang ist er ja noch nicht eingefügt. Dann machen wir vor Each Loop über den ganzen Highscore. Das heißt, wir holen uns da unten wieder aus unserem SafeGame-Objekt die Records, die brechen wir auf und aus dem Highscore. Über den Highscore wollen wir jetzt da alle Werte durchgehen. Also machen wir vor Each Loop. Das heißt, wir rennen über jeden Eintrag im Highscore durch. Ja. Und bei jedem Eintrag wird der Loop Bodied ausgeführt. So, was macht der Loop Bodied jetzt? Der geht jetzt einmal her und schaut ein paar Sachen parallel an. Das sieht man durch dieses End, das ich da eingefügt habe. Das heißt, ich gehe jetzt das erste Mal her und vergleiche, ist das Array-Element, also der Eintrag, den wir gerade jetzt in der Schleife anschauen, kleiner gleich den aktuellen Punkten. Weil wenn er kleiner gleich den aktuellen Punkten ist, der jetzige Eintrag, dann heißt es, da gehört unser Eintrag vorher rein. Weil der, was da gerade drin steht, ist ja kleiner. Das sind weniger Punkte. Also das überprüfen wir. Dann überprüfen wir, ist der Index, also der Zähler, welcher Eintrag das ist, der bei 0 anfängt, also 0, 1, 2, 3 und so weiter, ist der Zähler kleiner gleich 10. Das überprüfe ich, weil ich will nur 10 Einträge haben. Ich will nicht mehr als 10. Ja. Und dann schauen wir noch, ist der Highscore schon eingefügt? Das negieren wir. Warum negieren wir das? Naja, weil wir wollen ja nicht Highscore ist eingefügt anfragen, sondern wir wollen anfragen, ist Highscore nicht eingefügt. Und dann verknüpfen wir alle drei mit einer Und-Funktion. Also wenn das ist und das ist und das ist, dann geht der Branch auf True weiter. Also der Branch geht auf True weiter, wenn das aktuelle Element kleiner ist wie unsere Punkte, wenn wir nur weniger als 10 Einträge haben und wenn wir den Highscore noch nicht eingefügt haben. Dann ist es true und dann fügen wir den Highscore ein. Das heißt, was wir da dann ist, wir nehmen praktisch wieder unser Highscore Array und machen da ein Insert. Das heißt, in das Array wird was eingefügt. Da gebe ich an, was für ein Item wird eingefügt. Also in unserem Fall die Punkte zu. Und da gebe ich an was für ein Index. Es wird eingefügt an dem Index, wo wir gerade sind. Ja. Also, da fügen wir unseren Highscore ein. Dann machen wir das gleiche für den Namen. Wir fügen in den Highscore ein, fügen in den Namen. Und dann sagen wir, die Variable Insert Highscore ist dann, setzen wir noch auf True. Damit das eben nicht nur mehr einfügt und wir dann dauernd einfügen. So, das war sozusagen schon der erste Teil, den wir da haben. Und wenn wir fertig sind mit der Schleife, also complete, kommt da dann nur mal eine Abfrage. Und zwar gibt es nämlich auch noch den Fall, dass wir zwar nicht besser sind als irgendein anderer Highscore, aber es gibt noch gar keine 10 Einträge. Und ganz einfach deswegen, weil die Listen gerade aufgebaut wird. Wir haben gerade 3 Spiele gemacht. Das heißt, ich nehme da jetzt nur mal die Länge und check einfach, ist die Länge kleiner gleich der Anzahl der Max Entries. Max Entries ist ein ganz einfacher Integer, die ich per Default auf 10 gesetzt habe. Und da fällt mir gerade auf, das war natürlich intelligent, wenn man die da oben auch gleich benutzt. Jetzt ziehen wir das runter. Das heißt, die Max Entries, GetMax Entries, können wir natürlich auch gleich da benutzen. Variable ist immer besser als ein konstant definierter Wert. Also wenn wir weniger haben als unsere maximalen Einträge in der Highscore-Listen und wir nun nicht den Highscore gespeichert haben, dann fügen wir unseren aktuellen Highscore einfach ans Ende der Listen dazu. Und am Schluss wird das Level wieder gespeichert und der Rekord übergeben. Ciao.
Also da ist, glaube ich, Programmieren schon ein bisschen übersichtlicher als das ganze Grafische. Aber gut. Also das war jetzt der ganze Teil für den Highscore. Und das gleiche ist 1 zu 1 nur mehr für die Highspeed, also auch für die höchste Geschwindigkeit. Also das rennt genau nach dem gleichen Konzept da, mit dem einzigen Unterschied, dass man da eben nicht auf die Highscore-Listen und auf den Highscore-Namen zugreifen, sondern immer auf die Highspeed-Listen und die Highspeed-Namen. Ja, und das Ding haben wir schon gehabt. Das war's dann eigentlich. Dann schauen wir uns noch kompiliert an, auf den wir dann klicken werden. Und was wir dann eben erreichen wollen ist, wenn wir da spielen und dann irgendwo Punkte sammeln, was auch immer, und dann fertig sind, dann soll er da eben die Listen der Highscores und die Listen der Top Speeds aufbauen. Was man da auch ganz gut sieht, ist, wie viele Einträge es gibt. Das will ich nicht mehr spielen. Das heißt, wenn man beim Highscore, bei der Highscore-Liste schaut, gibt es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Einträge. Bei der Top Speed gibt es 15 Einträge. Das heißt, mit der Begrenzung, das habe ich da noch gar nicht drinnen gehabt, wie ich das gemacht habe. Damit wir das einmal ausprobieren können, schauen wir uns das am besten einfach an. Das heißt, ich gehe da jetzt da einfach einmal auf den Explorer. Und geh da ins Crazy Ball Tutorial. So, damit man da was sieht. Geh da ins Crazy Ball Tutorial. Da gibt's Saved. Und die Save Games. Und bei den Save Games sieht man, da gibt's auch alles, das wir gleich gar nicht mehr brauchen. Dann gibt's das Crazy Slot Game. Da speichern wir hauptsächlich den Namen. Und dann gibt's eben Crazy Slot Level. Mit 2, mit 3, mit 4, mit 5 und so weiter. Da sind die einzelnen Levels abgespeichert. Entfernen wir einfach einmal das Vierer da zum Beispiel. So, dann spielen wir es nochmal. Dann sehen wir, da kommt jetzt der erste Eindruck. Was wir da auch ganz kurz sehen, dass er die Top Speed zweimal eindruckt. Das heißt, ja, und die Highscore auch zweimal eindruckt. Warum? Weil es natürlich sehen kann, dass ich mehrere Kollisionen habe. Ja. Weil im Hintergrund ist der Ball ja sozusagen immer nur am Rennen. Das heißt, das Objekt kann auch mehrfach aufgerufen werden. Was in dem Fall jetzt nicht ideal ist, aber die Mehrfachaufrufe, die korrigieren wir nachher noch. So, dann gehen wir her, spielen das gleich nochmal. Jetzt sammeln wir sie vielleicht ein paar Punkte zusammen. Ja, 10 Punkte sollte das erste Jahr reichen. So, jetzt haben wir die 10 Punkte, dann sind wir da oben. 10 Punkte, egal nur 2. Und die Zeit war jetzt gar nicht, wahrscheinlich die 7 Sekunden. So weit, so gut. So, was wir uns dann noch anschauen wollen, wir gehen einmal ganz kurz in unser Menü. Starten unser Menü. Und da ändern wir jetzt den Namen. Sagen wir, wir sind egal 03. Und spielen den Level 04. So, spielen wir den Level nochmal. Sammeln wir mal 20 Punkte, damit man da ein bisschen einen kleinen Unterschied sieht. Bei dem Level eh leicht. So, und also sehen wir, jetzt sind wir mit 20 Punkten im Highscore und die Top Speed ist natürlich nicht so gut, weil die liegt ja da weiter unten. Was man jetzt auch wieder gut sieht, Einträge, weil er im Hintergrund ja nur einmal kollidiert hat. Das heißt, das müssen wir dann nur entsprechend fixen. Oder drei Einträge, ja nicht. Also, es funktioniert ja, dass wir den Namen entsprechend ändern. Passt. So, gehen wir nochmal zurück in unseren Level 4. So, da wo wir spielen. Und ja, lassen wir das jetzt fürs erste Mal. Also, alles rennt, alles passt. Was uns noch fehlt, die Mehrfachkollisionen müssen wir noch korrigieren. Gut, passt fürs erste.